Durch das, dass ich meine Arbeiten ja eben meistens dann selber ausprobiere und schaue und ja immer nur das Innen habe, das Gespür, wie fühlt sich das an, gehe ich eben oft in Fotografie und Film über, um zu schauen, wie schaut das von außen aus. Und natürlich ist das dann auch so eine Art, oder versuche ich damit auch so eine Art Anleitung zu machen, dass immer eigentlich der Körper ja der Träger ist. Und das hat sich dann in meine größeren Objekte irgendwie auch viel weiter gespannt, dass es eben, dass der Körper damit in Kontakt tritt und dass jetzt, also das ist mir immer irgendwie ein Wunsch eigentlich, dass man die Sachen dann eben auch angreifen kann und jetzt nicht nur ich, sondern dann später fremde Leute auch da irgendwie damit spielen können. Was mir dann, oder was für mich dann irgendwie interessant war, war das einerseits, wie fühlt man sich, wenn man selber drinnen ist, aber gleichzeitig, wie ist es für den Betrachter draußen, wie, wenn sich das Objekt plötzlich verändert und neue Skulpturen entstehen und irgendwie neue Assoziationen zu irgendwas und so. Thank you.